Ja, hallo liebe Leute, ich bin's, der Tuffi, und ich möchte euch heute den super Highline Maybelline Mascara vorstellen, den ich schon immer benutze, und ich möchte euch heute zeigen, wie man den anwendet. Da solltet ihr einschalten. Natürlich nicht, liebe Leute, ich bin's, der Tuffi, und wir machen heute wieder ein bisschen Tuffi baut im Studio um. Und zwar ist das heute was für euch, was ihr auch vielleicht kennt, was ihr vielleicht selber das Problem habt. Und wir reden heute über sowas hier. Der eine oder andere weiß, was das ist. Das sind verschiedene Geräte, die man in einen Rack baut. Und wir wollen heute darüber mal sprechen, wie man denn so ein Rack vielleicht selber bauen kann und sagt, ich kaufe mir nicht irgendwie einen speziellen Schreibtisch dafür oder kaufe mir für 100 € eine Holzkiste, wo die Schrauben drin sind, um dann einen HiFi-Rack daraus zu bauen, sondern wir bauen das heute mal selber. Und das ist gar nicht schwer, denn wir brauchen dafür dieses schöne blaue Ding, das kennt ihr, das kommt aus so einem gelb-blauen Möbelhaus und heißt Lack, wie Farbe, Lack. Und ist ein Beistelltisch, kostet glaube ich 10 €. Der Abstand dieser beiden Beine hier, der ist genauso breit wie so ein Rack groß ist. Also das sind 19 Zoll. Ja, ihr seht das, das würde hier reinpassen. Der Haken an der Sache ist jetzt, das hier, das sieht zwar aus wie Holz, ist aber kein Holz. Ja, also das ist ja Plastik oder Pappe mit ein bisschen Lack drauf, deswegen Lack, ja, Pappe mit Lack. Und solange du nichts Schweres draufstellst, geht das alles. Also wir können hier keine Schrauben reindrehen und dann die Möbel daran aufhängen. Das geht nur kaputt, das bricht nur aus. Das würde ich euch nicht empfehlen. Und deswegen müsst ihr etwas anderes machen. Und ich zeige euch auch genau, was ihr da jetzt dafür machen müsst. Also beim großen T, beim Musikalienladen eures Vertrauens, könnt ihr euch so etwas bestellen. Das sind solche Profile. Das ist Aluminiumprofile. Und diese Aluminiumprofile sind genau dafür gemacht, dass man die Schrauben, die hier an so einem Audiogerät sind, also diese M4-Gewinde, quasi da reinschraubt. Wie man das verbaut und montiert, das zeige ich euch jetzt. Das gibt es in verschiedensten Ausführungen. Ich verlinke euch das einfach mal unten in der Videobeschreibung, damit ihr das wie immer seht oder finden könnt. Es gibt das verschiedene Sachen. Es gibt das einmal, wie ich das jetzt hier mal vormache, recht primitiv, einfach mit normalen Sechskanten. Das ist das Problem. Du hast jetzt hier dieses Aluminiumprofil. Ja, sieht man das? Und ich schmeiße jetzt hier die Mutter rein. Ups, und die Mutter rutscht da raus. Das ist natürlich schlecht, wenn das dann so montiert ist. Ich will da jetzt was anschrauben. Deswegen gibt es das mit so einem Gummikeder. Ich sag mal, das ist so ein Gummiband ist hier drin. Und damit ihr das da gut reinkriegt, ja, also hier wie so eine Lakritzschnecke sieht das aus, muss das hier rein. Und das macht ihr einfach, indem ihr das hier erst so ein bisschen reinschiebt. Entweder ihr macht da jetzt ein bisschen Puder dran oder ein bisschen Öl oder ihr nehmt euch hier so eine schöne kleine Spitzzange und zieht das hier eben rein. Also am Ende anpacken und dann hier rausziehen. Wenn das ein bisschen zu lang ist, kneift das ab. Also wie gesagt, weich, von dem Seitenschneider abkneifen. Und dann haben wir das hier. So, jetzt nochmal hier zu meinem Beispieltisch mit meinem IKEA Mod quasi. Ich mache jetzt ein Hack für IKEA. Ja, ihr kennt das vielleicht, es gibt IKEA-Hacker. So. Ich könnte jetzt einmal sagen, ich baue das ganz normal so hier drauf. Ja. Hat den Nachteil, ich müsste es hier reinschrauben, weil ich mit den Profilen es hier so nicht reinschrauben kann. Ja. Weil, jetzt mache ich das nochmal vor. Wir nehmen uns mal ein anderes Gerät. Ich stelle das mal hier hin, damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Das Problem ist jetzt, ich kann jetzt mit der Schiene zwar hier theoretisch hingehen, ja, dann steht das aber ziemlich ab, weil das müsste jetzt so dran. Ist nicht so schön, deswegen baue ich das von der Rückseite an, weil so geht es leider nicht, ja. Aber wir machen jetzt einfach Folgendes. Dafür müsst ihr euch einfach ein paar breite Schrauben nehmen. Hier sind zwar,
Das kann man auch machen, aber wie gesagt, das geht jetzt bei dem Gerät nicht. Das sind halt so Nieten, Stiftnieten, die man mit einem Nietgerät quasi hier vernieten kann. Aber das ist halt weich, würde ich nicht empfehlen. Da nehmt ihr lieber relativ große Schrauben. Ja? Und wenn ihr mit so einem Akkuschrauber arbeitet, bitte, liebe Leute, dann ganz, ganz vorsichtig. Ja? Nicht so Vollgas und läuft, sondern so langsam, wie du kannst. Weil nach fest kommt ab. Wie gesagt, ist ja nicht ein Holz, ist nicht massiv. Ja? Jetzt müsst ihr die Schiene hier anschrauben. Es hängt jetzt davon ab, wo ihr diese Schiene anschrauben wollt. Wollt ihr ganz oben anfangen, habt ihr die Möglichkeit natürlich hier 4 oder 5 oder 6 Höheneinheiten passen hier rein. Das ist eine HE, eine Höheneinheit hier, so ein schmales Ding passt da rein. Aber ihr müsst halt gucken, ob ihr vielleicht oben ein bisschen Luft lasst. Dann geht er halt oben 2-3 Zentimeter zurück und schraubt hier die Schrauben an. Und wie gesagt, macht es langsam. Denn wie gesagt, nach fest kommt ab. Lieber von Hand schrauben als mit der Maschine, wenn ihr euch da unsicher seid. So, jetzt machen wir hier alle Schrauben dran, weil so ein Mixer zum Beispiel oder so ein Equalizer, der ist relativ schwer. Ja, also wenn ihr da was dranhängen wollt. Dann solltet ihr halt schon überlegen, dass ihr das mit dicken Schrauben montiert. So sieht das im Detail aus. Also das ist jetzt verschraubt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr hier keine Schrauben nehmt, die einen sehr hohen Kopf haben, sondern einen sehr Senkkopf. Oder ihr müsst das vielleicht etwas ankörnen, dass die Köpfe weiter reingehen. Sonst könnte es im Bereich der Seiten, also wenn ihr jetzt hier das euch von der Seite anschaut, hier sind ja auch Schrauben und sowas, dass sich das eben hier nicht ins Gehege kommt oder eben massive Kratzer erzeugt. Das solltet ihr halt überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das montieren kann. Man könnte es einmal von der Außenseite montieren, also dass man quasi sagt, ich schraube es außen vor. Das ist bei mir aber relativ knapp von der Breite und deswegen sage ich einfach, ich montiere es wieder und zwar so, dass diese Schienen auf der Innenseite liegen. Das ist ja hier beliebig austauschbar. Wenn ich die Beine von oben nach unten tausche, dann kann ich es auf die Außenseite montieren. Wenn ich es so rum montiere, wie ich das jetzt mache, dann habe ich jetzt die Schienen auf der Innenseite. Das ist aber nicht schlimm, weil ich kann so einen Audiobaustein auch von der Innenseite verschrauben. Dann habe ich sogar noch ein bisschen mehr Platz für meine Füße, wenn das unterm Schreibtisch steht. Und es quasi, also ich zeige das hier, und es quasi hier verschrauben, von innen. Jetzt müsst ihr Folgendes machen. Jetzt müssen natürlich dort müssen hier Muttern rein. Und weil ich diesen Gummikeder jetzt da reingeschmissen habe, fallen die Muttern nicht raus. Und weil ich hier oben auch nicht bei Null angefangen bin, sondern ich habe hier 1,5 Zentimeter gelassen, kann ich auch die Muttern hier von oben jetzt hier reinschieben. Für mein erstes Gerät, was ich hier habe. Dann fallen die nicht raus. Gibt es andere Systeme hierfür, müsst ihr halt gucken, für was ihr euch da entscheidet. Eine Mutter ist am billigsten. Das macht ihr auf beide Seiten. Und wenn ihr da die Anzahl von verbaut habt, dann könnt ihr jetzt hingehen und quasi von innen, muss ich gucken, wie ich das auf dem Kopf habe, nein, die Geräte hinstellen und quasi hier an den Platz stellen. Ihr braucht immer eine M4-Schraube, eine Unterlegscheibe und müsst dann natürlich die Mutter treffen, es verschrauben. Das macht man jetzt bei allen Geräten, dreht das fest und dann seid ihr schon fertig. Ihr könnt es auf zwei verschiedene Methoden machen. Gibt es ja auch wieder Auswahl. Ihr könnt einmal sagen, ihr schiebt die beiden Geräte direkt zusammen. Also dann habt ihr keinen Abstand hier zwischen. Oder ihr sagt, ihr baut das auf ein bisschen Abstand. Dann gibt es hier auch noch so kleine Klötzchen dabei. Die kann man halt verwenden, um hier den Abstand zu bestimmen, wenn man das verschraubt. Dass ihr das quasi hübsch und gut aussehend habt. Ja? Gleichmäßiger Abstand. Kein Gerät schief.
Also das müsst ihr halt dann überlegen. Warum der Abstand? Der Abstand ist halt dafür dann da, die Geräte werden warm. Also wenn da jetzt, wenn ihr zum Beispiel eine Endstufe oder sowas hier verbaut, das sollte man vielleicht jetzt überlegen, an welcher Stelle man die dann verbaut. Nicht, dass ihr die halt von jeglicher Luft oben und unten ausschließt. Und dann wird sie ziemlich heiß, schaltet eventuell ab, wenn ihr sie ein bisschen fordert. Oder ihr einen Lüfter habt, der dann plötzlich anspringt, den ihr sonst nicht hört. Deswegen, da könnt ihr das überlegen, wie ihr das macht. Also ich entscheide mich hier für die Klötzchenmethode, dass es ein bisschen Abstand hat. So, man könnte natürlich, ich gehe da nochmal in einem späteren Video drauf ein, was verbaue ich denn jetzt hier gerade? Ich verbaue hier einfach eine klassische Kombination aus Effektgerät, Gitarreneffektgerät, also so ein Multi-Effektgerät für verschiedene Hallarten und sowas, ja. Ein Kompressor, so Zweibandkompressor und ein Equalizer, ganz normaler Equalizer, auch in eine Stereo-Variante. Falls man mal eine Gitarre plus Mikrofon oder zwei verschiedene Mikrofone hat, kann man die darüber dann anschließen. Wenn ich das dann alles montiert habe, ist das, wie gesagt, diesmal von der Innenseite gebaut. Sieht das ungefähr so aus. Man kann erkennen, dass die drei Geräte hier untereinander hängen. Man kann obendrauf noch was stellen. Bei mir steht da ein ganz normaler Stereo-Verstärker drauf, beziehungsweise 5.1 hier für mein Studio, wenn ich mal was anders abhören möchte als über die normalen Monitorboxen, die ich ja hier stehen habe. Und dann haben wir jetzt hier die Effektsektion untereinander auf dem Rack verschraubt, ohne dass die abfallen können, weil, wie gesagt, das Ding ist, ich kann das so aus dem Winkel nicht hochheben. Das ist schon 12, 15 Kilo schwer. Auf jeden Fall, man merkt das. Also ihr müsst halt überlegen, je mehr Geräte ihr reinhaut, ja, umso schwieriger wird das. Und dann sollte man das halt eben nicht einfach nur anschrauben, sondern man sollte schon Profile verwenden. Alternativ, was kann man anders machen? Was kann man besser machen? Man kann natürlich sagen, kein Problem. Ich verwende anstatt dieser gekauften Profile, die ich da jetzt verwende, einfach ganz normale 5x2 mm Aluminium-Profile, also so glatte, die man einfach hier vorne anschraubt. Also ich sag mal, das wäre jetzt das Aluminium-Profil, das würde man einfach hier so anschrauben. Man könnte dann vorher mit einem 4 mm Bohrer einen Gewinde schneiden, sage ich mal so, bohren, Gewinde schneiden und dann mit der Schraube direkt da reinschrauben hier. Ja, das ging natürlich auch. Kann man machen, müsst ihr überlegen. Spart ihr halt nochmal 3 Euro, ist aber halt dann wieder ein bisschen mehr Arbeit. Aber so ist das eine, wie soll ich sagen, relativ simple Do-it-yourself-Lösung, die man einfach machen kann, wenn man hier solche Sachen hat und sagt, ich will mir kein Hi-Fi-Rack kaufen oder will mir kein Rack oder ich will mir was Günstiges bauen, weil das ist jetzt ein arbeitenden Kostenfaktor von, ich glaube, der hier kostet 6 Euro und die Schienen haben irgendwie 10 gekostet, also du bist mit unter 20 Euro dabei und dafür kriegst du normalerweise nicht mal die Kontermuttern, die du normalerweise dafür brauchst, weil wir sind hier wieder in einem Bereich, wo es immer Wahnsinn ist, ja. Was haben wir jetzt hier für Geräte? Ich hatte das ganz kurz schon erklärt. Wir haben hier drei verschiedene Geräte. Die oberen beiden Geräte ist ein DBX 286 XL. Darunter ist der entsprechende DBX Stereo. Wie heißt der? 231 XL heißt der, glaube ich. Und ganz unten ist ein Lexicon MX 400. Wie gesagt, das ist das Effektgerät für die Gitarre. Darüber, das ist halt ganz normal der Strip, den man einfach so verwendet. Was kann man jetzt hier noch dran verändern und dran verbessern? Ja, man könnte jetzt noch zwei Sachen hier vielleicht nachrüsten. Zum einen kann man sagen, ich möchte hier unten noch eine Patch Bay haben. Was ist eine Patch Bay? Das kann ich auch noch in einem weiteren Video erklären. Wenn man einfach die Geräte unterschiedlich zueinander verschleifen will, muss ich ja jetzt immer hingehen und sagen,
ich muss unter den Schreibtisch kriechen und hier von der Rückseite alle Kabel, die ja hier rauskommen, also ich sage mal so, die Geister streiten sich ja jetzt, für welchen Zweck und für welche Situation komprimiere ich erst und benutze dann den Equalizer oder benutze ich erst den Equalizer und komprimiere dann? Oder soll ich vielleicht den Kompressor über den Sidechannel über den Sidechain innen verwenden oder wie auch immer? Und diese ganze Umsteckerei will man einmal nicht haben, weil das ist mühselig, da unten drunter zu kriechen. Das zweite ist, diese Buchsen hier, ja, an dem Gerät, wenn die kaputt sind, ist das unangenehmer, als wenn du sagst, kein Problem, das ist so ein blödes Patchfeld, das ist jetzt kaputt gegangen, ich schmeiß das Patchfeld weg oder ich nehme eine andere Buchse von dem Patchfeld, als wenn ich hier anfangen muss, die Buchse zu löten oder sowas, ja. Also, wie gesagt, und dann braucht ihr das quasi alles hier nicht mehr umstecken, das ist einmal verbunden und man steckt alles von der Vorderseite um, wie am Computer auch. Wofür hat man ein Patchfeld? Man könnte doch auch alle Kabel so verbinden. Will man nicht, sondern man will die Kabel, die verlegten Netzwerkkabel, sage ich mal jetzt so, an einer Stelle zusammenführen und dann möchte man sie einfach verbinden, indem man kurze Patchkabel benutzt, wie so ein Patchkabel aussieht. Das zeige ich euch auch. Das ist im Grunde ein Patchkabel. Also ihr seht, das ist nicht lang, 30 cm. Und ihr seht, es ist eine ganz normale Stereo-Klinke, also ein ganz normaler RTS-Jack, ja, 6,3 mm oder ein Viertel Zoll. Ihr solltet vielleicht darauf achten, wenn ihr euch entscheidet, alles zu verdrahten, nutzt es symmetrisch. Das heißt also quasi mit dem doppelten Stecker, also Hot, Cold und Ground. Ja, also sieht aus wie so ein Stereo-Klinkenstecker. Darauf solltet ihr achten. Ihr solltet vielleicht nicht unbedingt sagen, ich spare einen Euro und mache das hiermit. Also das ist wie gesagt ein ganz normales Instrumentenkabel, sage ich mal. Damit kann man auch patchen. Damit gibt man aber den Vorteil der symmetrischen Übertragung auf. Warum man das macht, es ist vielleicht mal ein weiteres Video wert. Es geht einfach um, wenn hast du Störgeräusche, hast du Brummen, hast du irgendwelche Effekte, die du nicht haben willst, die durch die Kabel kommen, ja, kennt jeder, zwei Geräte verbinden, plötzlich hast du so ein Netzbrumm, ganz schlecht, ja, symmetrische Verbindung hier, asymmetrisch ist scheiße, sowas mit zwei Connectors hier, plus minus oder hot and cold, das müsst ihr haben. Okay, das war eigentlich nur ein kurzes Video von mir auf ein, wie soll ich denn das nennen? Ich habe euch hier mein High-End-Mascara gezeigt, eure Deggy und ich heirate bald. Nein, es ist einfach ein bisschen Basteln mit Tuffy, nennen wir es mal so. Es ist ein Video aus der Serie Equipment für Livestreamer. Warum ich diese Geräte habe, was ich damit tue, ich muss mal die Kamera scharf machen, das ist vielleicht besser. Warum ich diese Geräte benutze, wie man die verdrahtet und wie man die dann tatsächlich benutzt, gibt es in dem nächsten Video. Hier gab es nur IKEA-Hacking, ja, Basteln mit Tuffy. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.